Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ziff Forum Let's Show mit unserem Pi, der sich versteckt hat. Da. Hallo Jungs und Mädels. So, ich möchte euch jetzt ein Gebäude darbringen, was ihr vielleicht von Ziff 4 kennt. Es ist im Intro enthalten. Da, wo die Stadt mit den Triären angegriffen wird und dann später der Weg zu diesem römischen, keine Ahnung was das ist, Palast, der vor der Stadt steht, gezeigt wird. Der Tempel, dahinter war ein Berg und ich dachte mir, vor dem Kolosseum braucht's doch irgendwas Kaiserliches und der Berg bot sich wirklich sehr gut an für diesen Intro-Tempel mit dieser roten Treppe, das sollte ein Teppich sein. Sieht natürlich von unten sehr hübsch aus. Mal schauen, ob er oben auch gut aussieht. Oben fehlt natürlich die Einrichtung und super, ein Creeper war auch da. Auf Besuch. Zu Besuch. Soll das Gras hier sein? Wie ich sehe, habe ich die Säulen noch nicht fertig gebaut. Ah, verdammt, das ist lang her. Das ist sehr lang her. Von hier oben haben wir halt einen herrlichen Ausblick auf Rom und vor allem auf das Kolosseum. Sieht man sogar das Dach vom Kolosseum? Ein wenig. Ah, sehr schön, sehr schön. Mehr gibt's nicht, also weiter rauf kommt man nicht. Es ist, wie gesagt, nur eine Aussichtsplattform, hat sonst keine anderen Aufgaben zu erfüllen. Wo geht's hier weiter? Oh Gott, das will der Senat. Na, machen wir gleich den Senat, ja. Hier geht's runter zum Sommersenat. Sommersenat deswegen, weil es ziemlich luftig da drin ist. Hier treffen sich natürlich die Senatoren Roms. Ist natürlich auch angelehnt an diverse Filme und Bilder. Ich, als wir den gebaut haben, wer war dabei? Eok, oder? Ich, ja. Hm? Genau, gab es natürlich noch nicht diese Stufen, Verwinkelungen. Jetzt haben wir es noch mit normalen Blöcken gebaut. Genau. Ja. Aber ansonsten recht ansehnlich. Es ist eines der wichtigsten Gebäude hier in Rom, wegen der Demokratie oder besser nicht Republik, die hier nicht herrscht. Die steinharte Republik. Kommunismus würde ich fast behaupten. Gut. Ja, chinesischer Propagandatempel. Gut. Was willst du als nächstes zeigen? Jetzt möchte ich ein militärisches Gebäude zeigen, was natürlich auch wichtig ist in Rom. Wir hatten bis jetzt noch gar keines. Ja, außer dass jetzt der Limes da draußen. Aber auch in Rom musste ja eine gewisse Prätorianergarde bestehen, als Schutz für den Kaiser. Die finden wir irgendwo. Ja, genau, hier. Prätorianergarde, ich gehe nochmal raus. Das Schilder. Geh nochmal raus, damit wir es von außen sehen. Könntest du nur erklären, was mit den Schildern auf sich hat? Die Logo-Boy-Schilder. Genau. Ja, das sind Roms Besatzer. Ist okay. Das sind die Barbaren von außerhalb. Die Barbaren von außerhalb, ja, die haben irgendwann einmal Rom geplündert. Einer besetzt. Besetzt, ja. Einer niemand war da. Besatz. Niemand war da zum Schutz Roms. Okay, das ist die römische Reitergarnison. Die steht eigentlich neben Tiff Intro Tempel und Kolosseum, was recht praktisch ist. Und die beherbergt quasi die Reitergarde. Die Stallungen sind hier. Seid ihr da? Ich bin da. Sehr gut. Die Stallungen sind hier. Vielleicht gibt es irgendwann ja auch mal Pferde, die man reintun kann. Ja, das würde ich auch hoffen. Kühe wollte ich jetzt nicht reinsetzen. Oder Schafe. Schweine kann man immerhin reiten.
Ja, Schweinekameraden, aber wenn sie das bis jetzt geschafft haben, werden sie vielleicht auch, dadurch, dass Minecraft eigentlich hauptsächlich mittelalterlich verwendet wird, vielleicht auch Pferde machen. Was steht da? Pferd vermisst. Okay, das ist das Reiter. Wie sagt man da Reiter? Nicht Parcours. Ich bin leider kein Reiter. Auslauf, ich weiß nicht. Oder sowas, keine Ahnung. Und das hier? Ebenfalls, da sehen wir noch die Spuren vom Reiten. Okay. Haben sie dunkel verloren verteilt. Auch die Hufspuren natürlich am Boden. Dieser Endstone eignet sich wirklich ideal für Hufspuren. Ist toll. Im der Käse. Default Texture Pack wahrscheinlich, aber. Ja. Und hier nicht? Nein. Schade. Ja, die Soldaten. Besitzer. Die haben alle hier ihre Unterkünfte. Ja klar. Jeder hat sein Bett. Und. Wo sind die Toiletten? Die Toiletten, die sind noch draußen. Dieses Gebäude ist noch nicht mit dem. Mit der Cloaca Maxima verbunden, deswegen habe ich da noch keinen Toilettenplatz, aber es gibt natürlich Latrinen, die kann ich euch auch dann gleich zeigen. Sind in der Nähe. So, gehen wir weiter draußen? Zum. Hier ist noch ein Besatzer. Okay. Gehen wir weiter zum. Zum Prätorianer. Oberhaupt, hier ist das Büro. Oberhalb vom Büro ist sein Schlafbereich. Ist auch wichtig, also wenn jemand militärische Unterstützung haben möchte aus Rom, der muss dann hier vorsprechen. Rom schafft es ja nicht mal selbst, sich zu beschützen. Stimmt. Naja, wenn die alle auf Urlaub sind. Es gibt dann noch ein Stockwerk hier. Hier wird der Speiseraum sein, die Küche. Bin ich auch noch nicht, habe ich vergessen, dass ich das weitermache. Und auch hier gibt es wieder Quartiere. Hier gibt es mehr Quartiere als Rom Einwohner hat. Das stimmt. Man könnte es mit NPCs ausfüllen, aber die tragen ja leider kein Schwert. Das stimmt. Vielleicht kommt das ja auch irgendwann mal, dass die NPCs mehr können. Stimmt. Gut, in der nächsten Folge möchte ich gleich das vorstellen, was voransteht. Dann bis gleich und viel Spaß noch.